So, willkommen zurück, Leute, zu meinem Let's Play. Sorry wegen gerade eben, das war... Irgendwie hat das Spiel nicht mehr funktioniert. Fragt mich nicht wieso. Und es hat nichts gespeichert. Also, ich muss jetzt nochmal bis hierhin spielen. Hab nicht alle Quests, die ich davor angenommen habe. Aber geht's meine Kirche. Alles. Was Judy mit Dewey ist, dir ist grausam. Ja, raus hier. Wer wird hier unbehaglich? Mark? Und raus hier. Wow. Also erstmal. Seid gegrüßt. Kann ich euch für exquisiten Nerikon-Wein begeistern? Hallo Susi. Habt ihr gehört, was sie über Drachentöter sagen? Was sagen sie denn? Dass Drachentöter so groß wie Trolle sind und ebenso stark. Ich bin Drachentöter. Was? Nein, ihr seid nicht so... Boah, was für eine Tussi hier. So, was will der? Willkommen, Drachentöter. Ich bin Roman. Ja, so genau. Das kennen wir, das kann ich ja überspringen. Solltet ihr etwas interessieren? Ja. Auf dem Weg zurück hörte ich bei Einbruch der Dunkelheit. Ich blickte nach oben und sah den Drachen. Ein Erlebnis, das mich mögen euch stets die schützenden Engel. Ja, das war jetzt die eine Quest. Hier, wenn ihr mir doch so Guten Tag, jetzt haben wir noch Drachen, die andere. Ich bin Richard von... Ich habe mich auf das... Ja. Wie es aussieht, gibt es hier eine Menge. Ja, dabei. Ah, ihr seid so jetzt noch, habt ihr irgendwo einen Drachen gesehen? Der letzte Drache wurde vor meiner Zeit getötet, und zwar nicht in der Nähe des Trümmertals. Ja. Yeah. Daher bezweifle ich, dass hier ein Drachenritter ist. Gebt euch wohl. Drachentöter. Ah, ja. Follow. Drachentöter, bitte hört mir zu. Ich brauche unbedingt Hilfe wegen meinen Schweinen. Was der mit Schweinen? Der Ordner hat drei von ihnen konfisziert, aber das sind doch meine Haustiere und ich hatte gar nicht vor, sie zu essen. Okay. Oh, gesegnet seid ihr, Drachentöter. Jetzt suche ich dir noch seine Schweine. Oh Gott, also Held, Tagebuch, ran an den Speck. Ludwig. Boah, ist das alles umständlich, Mann. Alter. Ich hab meine Idee für die Hauptquest und langweilt ihr euch natürlich noch mehr als so schon. Ich speichere ab. Trümmertal, eine Tasse TLP. So. Und jetzt gucke ich kurz in der Komplettlösung. Das habt ihr nicht gehört. Also bis dahin. Ciao. So, zurück bei Divinity 2. Ja. Ich habe mir kurz, ganz kurz was angeguckt. Und ich muss erstmal zu der Kapelle. Da ist der Mönch. Kommt ihr mit der Erkundung des Todes? Da muss ich noch alles durchfragen. Nicht viel. Ich weiß nur, dass er der einzige Nachkomme ja, von ja. einer Königin des Alten Reiches. Ja. Über seine Kindheit weiß ich jedoch nichts. In Gestalt eines Drachen kämpfte er hoch über diesem Tal gegen Brom, einen anderen Drachenritter. Er siegte, indem er seinem Gegner den Kopf abbiss. Na, Lega. Seine größten Erfolge feierte er jedoch in der Schlacht der 10.000. Er tötete 600 Ja, in Schlacht der 10.000 tötet er 600. Super. Der Name rührt daher. Ja? Das ist alles, was ich weiß. Das juckt doch keinen. Mögen euch stets die Schützen. Ihr seid zurück. Kommt ihr mit der Erkundung. Mögen euch stets die Schützen. So. Jetzt soll... Im Norden des Dorfes sollte eine Taverne sein. Tür. Entchen. Norden ist hier. Also gehen wir nach rechts. Da. Das wird was zum Suchen. Noch so unnötig alle ansprechen, ey. Dümmer geht's ja nicht, die Quest auszusuchen. Aber, Tür. Das sieht doch nach einer Taverne aus. So, Linda. Hallo, Linda. Willkommen in unserem Dorf. Ich bin Linda, die Tochter des Aufenthalts.
Wer ist das? Müller Unrat? Na klar. Jetzt geht sie weg, gell? Jetzt kriegt sie Angst. Kiste? Jungfernblüte, Geschichte des Revilos. Besuch das Forum. Nee. Taverne? Könnte das eine Taverne sein? Klar. Nein. Boah, das ist Sucherei, Mann. Sogar wenn man weiß, wo es ist. Hä? Springen! So, jetzt. Hab hier die Geschichte der Drachenritter schon gelesen? Nein. Ein faszinierendes Werk. Muss man gelesen haben. Nein. Das sieht doch verdächtig nach Taverne aus. Rennen. So. Sind mir solche. Ach, diese. Entschuldigung. Uschi ist ein schöner Name, egal was man für Witze darüber machen kann. Geil. Die arme Uschi. Ihr fehlt wahrscheinlich, ne? Hamster. Ich habe jetzt einen Ginseng gefunden. Juhu. Schreiten wir mal empor, oder wie das heißt. Hier habt ihr wieder Bier. Sag mal, Schätzchen. Kümmerst du dich auch um die Betten? Nein, ich bin nur Kellnerin. So. Rackelst du da nicht zurück und holst mir Bier, hä? Naja, hier anstandsvoll. Trank für geringe Verjüngung. Hä? Wer bist denn du? Hallo? Ach, dein lieber Tim. Seid gegrüßt. Ihr seid der Erste, der sich reintraut, seit die Suchenden hier aufgekreuzt sind. Heißt das, ihr werdet was gegen diese Kerle unternehmen? Wunderbar. Nein. Soll ich die jetzt umbringen, oder was? Das ist ein rosa Tier, ist eine seine Decke. Was? Wer seid ihr? Merlin, das glückliche Ferkel. Ihr seid so lustig. Trinkt ihr am besten ein? Nein, hatte ich Mutter kein Manier beigebracht. Elsa aus der Schenkel, wenn sie nur wüsste, was ich denke, dann bringst sie mir den Gerstensaft. Ja. Hätte ich sie gerne angefasst. Ihr braucht eine Lektion. Leute, dieser Drachentöter will es wissen. Suchende, was zum Göttlichen geht hier drinnen vor sich? Danke, Ludwig. Leutnant, also wir... Ihr seid völlig betrunken, ein Skandal. Drachentöter, Meldung. Was ist das hier für eine Sauerei? Eure Geschätze haben sie... Ja, genau. Trunkenheit, unehrenhaftes Betragen und Gewaltanwendung. Eine Schande für unseren Ort. Da hat er recht. Sofort zurück in die Kaserne. Ich werde euch noch vor Sonnenuntergang auf eine Strafexpedition schicken. Auf geht's. Wuhu, ich hab die Quest geschafft. Und Ludwig reden. Wir können in der Kaserne weiterreden. Ich gehe jetzt dorthin. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich hab die Quest gemacht. Es gibt meine Belohnung, Tim. Na? Der Leutnant hat sie ganz schön zusammengestaucht. Ja, und sie ihr weg. Habt euer Wort gehalten. Wann immer ihr etwas bei mir kaufen wollt, ein guter Preis sei euch gewiss. Alles klar. Elsa und ich sind euch sehr dankbar. Ihr seid im Schwarzen Eber immer willkommen. Schwarzer Eber. Haha, er hat Eber gesagt. Und Belohnungen, Formel, plus, entweder wir nehmen Gewandtheit oder Gold. Ja. Truhe, Tagebuch öffnen. Jetzt habe ich das Tagebuch gemopst. Noch einen ungewöhnlichen Maulwurf gefunden. Was wollen die jetzt alle von mir? Shit, der Torben und der Josef. Locke, Olli. Komm mal her, Olli. Wohlbekomm, sage ich nur. Hab Dank. Wohlbekomm, sage ich nur. Mach's gut, Suchende. Ja, Suchende. Olli können wieder trinken.
Ja. Böses Fass. Was ist da drin? Ein Becher, super. Kellnerin. Ihr habt es geschafft. Sie sind weg. War mir ein Vergnügen. Ich glaube, ich sollte euch belohnen. Ah, ich weiß nicht, ob es noch ab 12 ist. Ja. Ihr seid so nett. Ich danke euch. Mein Held ist zurück. Wie geht es euch, Elsa? Wunderbar, danke. Ciao. Halt jetzt mein Gedanken Held lesen. Oh. Den ganzen Tag schenke ich stumpfsinnigen Wachen Bier aus. Ich sollte nach Allerod gehen und dort nochmal von vorne anfangen. Das kannst du. Wunderbar, danke. Eine Tür. Viel zu groß hier alles. Mutiger Robin. Hm? Wer wagt es, mich beim Nachdenken zu stören? Ein Drachentöter? Klingt beeindruckend. Aber eurem Aussehen nach zu urteilen, habt ihr Drachen bisher nur in Büchern oder auf Wandteppichen. Es wird sich bald ändern. Nun, bis dahin passt die Beschreibung Drachentöter jedenfalls nicht. Aber ihr dürft nicht Jäger. Wie hat sie meinen Hasen erledigt? Seht ihr diesen riesigen Wildschweinkopf über dem Kamin? Dieses Biest terrorisierte das Tal und tötete zahllose Jäger, bis ich es vor einigen Jahren erlebte. Ja, ja. Aus diesem Grund bin ich der beste Jäger von ganz Rivellon. Und jetzt den Ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich besserer Jäger werden, worauf ich keine Lust habe. So. Ganz nach oben, mal gucken, was uns hier erwartet. Boah, spektakulär, hier ist gar nichts. Also, unglaublich, was die Entwickler sich hier eingefallen lassen. Ja, das ist schlimm hier, der Geheimraum. Da komme ich wohl nicht rein. Jetzt brauche ich eine Schlösserknackenstufe, Alter, Alter. Was ist hier? Gar nichts. Ja? Dr. Nademann. Guten Tag, junger Drachentöter. Was kann ein Mann der Medizin für euch tun? Warum habt ihr Kopfbedeckung? Ganz einfach, als Schutz. Wovor genau? Vor hinterlistigem Gedankenlesen. Und wie viele Leute haben diese hinterlistige Gabe? Nicht viele. Eigentlich nur Drachentöter und Drachen. Wenn man bedenkt, dass Drachen fast ausgerottet wurden,